Dienstagabend an der Frankfurter Kunsthalle Wache. Szenen wie aus einem Actionfilm. Erst Schüsse, dann Schreie, dann Panik, dann Festnahme. Inmitten der von Passanten gefüllten Innenstadt. Da sind ungefähr 5-6 Schüsse gefallen. Dann war ein großes Tohuwabohu, sind ein paar Leute weggerannt. Es haben viele Leute geschrien auf jeden Fall. Ne? Da hörte ich die drei Geräusche, wie Schüsse sich das anhörte. Im ersten Moment dachte ich, das sei also in einem Baugerüst. Aber dann sah ich da eine Person hinter irgendjemandem herlaufen, der also so ein faustgroßes Stück, ob Stein oder sonst was war, in der Hand hatte und in die Richtung dann warf. Man ist wirklich zu überrascht und bis man das realisiert hat, ist das vorbei. Gegen 19 Uhr ist auch die Eisdiele von Alberto Soldan noch voller Menschen. Ich habe nur gesehen, Leute, die da draußen von der Terrasse sind hochgesprungen rein. Aber danach war es ja auch vorbei. Von daher, weil es ging ja auch schnell. Von den Leuten her, die da draußen saßen, ja, da war ein bisschen Panik, ja. Also wie die reingekommen sind, die waren ein bisschen weiß. Zeugen alarmieren die Polizei. Die rückt mit einem Großaufgebot schwer bewaffneter Polizisten an und sperrt den gesamten Bereich rund um die Konstablerwache ab. Auf Alberto Soldan wirkt die ganze Situation unwirklich. Das kommt ein Krieg. Wer weiß, was willst du denken? Erst bist du am Arbeiten, dann hörst du Schüsse, dann guckst du, aber mehr kann ich auch nicht darüber sagen. Ich hoffe nur, immer denkst du, die Schüsse, dass sie kommen nicht zu dir. Die Schüsse treffen das Schaufenster eines Lampengeschäfts. Vor Ort kann die Spurensicherung unter anderem Patronenhülsen sicherstellen. Ausgangspunkt des ganzen Geschehens soll ein Streit um Geld in einem Dönerimbiss wenige Straßen entfernt gewesen sein. Fakt ist, dass sich 4 Personen in diesem Bereich verabredet hatten. Und wir wissen noch nicht, warum. Wir wissen noch nicht, aus welchem Hintergrund dieser ganze Streit entstanden ist. Fakt ist, der ist entstanden, er ist vollkommen eskaliert. Man ist mit Messern aufeinander los, man hat aufeinander geschossen und ist in dieser Art und Weise über die große Friedberger bis zur Konstabler Wache gelaufen, wo dann die Festnahme erfolgt ist. Die Festgenommenen, ein 40-Jähriger aus Kelsterbach, ein 32-Jähriger aus Rüsselsheim, ein 46-Jähriger aus Frankfurt und ein 38-Jähriger aus Kassel. Die Polizisten können bei ihnen 2 Messer sicherstellen und sie finden auch die Pistole, die Männer unterwegs versteckt hatten. Die Polizei bittet jetzt Zeugen darum, Fotos und Videos, die vom Geschehen gemacht wurden, für weitere Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Alberto Soldan ist froh, dass die Aufregung relativ schnell vorbei war und hofft, dass sich solche Szenen möglichst nicht wieder vor seiner Eisdiele abspielen.